hier Hexe. Mhm. Ja, da kann ich rangehen. Das passt doch nicht hin. Fällt euch noch was ein? Ich habe noch ein Wort. Zu Zukunft. Was ist denn das? Zukunft ist, worauf wir neugierig sind. Unsere Vorstellung von der Zukunft ist, dass Kinder beschützt sind, dass sie eine Chance haben auf gute Bildung, dass wir das investieren, was wir heute brauchen, was aber vor allem unseren Kindern nützt und was sie nicht beschwert. Sächsische Unternehmen sind heute schon erfolgreich. Indem sie wachsen, schaffen sie neue und sichere Arbeitsplätze. Zukunft ist aber auch, dass wir nicht Angst vor Neuem haben und dass wir offen sind, ohne dass wir Traditionelles missachten, sondern dieses bewahren und schätzen. Wenn wir weiter in unsere klugen Köpfe, in die Hochschulen investieren, wenn wir modern und weltoffen sind, schreiben wir auch ein Stück sächsischer Zukunft. Sachsen hat vieles zu bieten. Vor allem, wir sind noch nicht so festgefahren. Wir Sachsen sind neugierig. Wir sind Fischerland. Wir sind ein sehr, sehr kulturreiches Land. Kultur gehört zum Leben wie die Luft oder die Liebe. Und wenn wir Zukunft gestalten wollen, brauchen wir Ideen und Fantasien. Wenn die Jungen für die Älteren und die Älteren für die Jungen da sind, nur dann ist unsere Gesellschaft stark. Wir Sachsen bauen die Zukunft füreinander.